Guten Abend und ganz herzlich willkommen zur vierten Soiree der Deutschen Radiophilharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Pietari Inkinen. Auf dem Programm Werke von Johann Nepomuk Hummel und Ludwig van Beethoven. Zwei Freunde waren das. Zunächst ist Simon Höfle der Solist des Abends. Er hat den Opus Classic 2020 gewonnen, BBC New Generation Artist, Rising Star, junger Wilder, das gefällt mir besonders gut, am Konzerthaus Dortmund. Ist seine Maxime Neues Wagen, 1994 in Darmstadt geboren. Ist er auch kulturpolitisch engagiert und das verbindet ihn mit Johann Nepomuk Hummel, der das auch war. Der hat sich nämlich für Urheberrechtsgesetze sehr intensiv eingesetzt und war auch frühbegabt. Mit 8 Jahren nahm Mozart den jungen Hummel in seinem Haushalt auf und unterrichtete ihn kostenlos. Joseph Haydn bestimmte ihn zu seinem Nachfolger in Schloss Esterházy. Und als Hummel heiratete, hieß einer seiner Trauzeugen Antonio Salieri. Hummel ging dann kurz nach Stuttgart 2 Jahre und fand dann eine Heimat als Hofkapellmeister in Weimar. Hier ist sein Trompetenkonzert E-Dur mit Simon Höfle und der Deutschen Radiophilharmonie unter Pietari Inkinen.
Simon Höfle und die Deutsche Radiophilharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Pietari Inkinen mit dem Trompetenkonzert E-Dur von Johann Nepomuk Hummel. Simon Höfle, Sie fotografieren. Wen hätten Sie lieber fotografiert? Johann Nepomuk Hummel oder Beethoven? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also das Trompeterherz sagt da natürlich Hummel. Aber Beethoven, habe ich gehört, war auch nicht so schlecht. Und ich glaube, tatsächlich fotogener. Diese Frisur von Beethoven würde ihn wahrscheinlich interessanter zum Fotografieren machen, würde ich sagen. Aber Hummel war Pianist von Haus aus. Kann ein Pianist für Trompete komponieren? Wir haben es gerade gehört, Sie haben es gezeigt, aber wie geht man da dran? Also eben als Trompeter kennt man Hummel wirklich eigentlich nur als der Trompeten-Konzertschreiber neben Joseph Haydn sozusagen. Und das Werk jetzt von Hummel im Besonderen finde ich einfach eine einen schönen Kontrast zum Haydn-Konzert, obwohl es doch so ähnlich ist. Und ja, der wusste schon, was man macht. Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr gut für das Instrument geschrieben. Und eben man spürt diesen jugendlichen Leichtsinn von Hummel, der wirklich da teilweise den Wahnsinn losgetreten hat. Ich glaube, man hat es gehört im dritten Satz in den ersten Geigen. Im dritten Satz, ja. Da geht es schon wirklich, wirklich ab. Und ja, da merkt man einfach diese unheimliche Freude. Hummel und Beethoven waren enge Freunde, aber noch mehr. Hummel hat Beethoven bis zuletzt finanziell unterstützt. Wie halten Sie zusammen in diesen Zeiten, die Musiker untereinander? Ja, also zurzeit ist es natürlich für jeden schwer, nicht nur für die Musiker, für alle. Und bei mir im ganz Speziellen ist es jetzt natürlich eine eher, das hört sich jetzt so traurig an, aber das habe ich mir selbst ausgesucht, eher eine einsamere Geschichte, weil ich als Solist natürlich meistens immer alleine unterwegs bin. Trotzdem spürt man die Solidarität unter Musikern und ich glaube auch generell, dass die klassische Musik, sowohl glaube ich auch die Musikbranche im Generellen, gerade die Musiker, doch eine sehr weltoffene und sehr warmherzige Bubble sind, wie man so schön neudeutsch sagt. Von daher war das eigentlich eine sehr, insofern eine sehr humane Zeit. Danke sehr, Simon Höfle, auch für das Interview. Es geht weiter mit der dritten Sinfonie, der Eroica von Beethoven, und auch die ist wirklich aktuell, denn Frankreich hat gefeiert am 5. Mai den 200. Todestag von Napoleon Bonaparte, auch ein umstrittener Mann, sehr umstritten für Beethoven, der ihm eigentlich die Sinfonie Eroica widmen wollte. Estor, Opus 55. Doch dann hat sich Napoleon zum Kaiser gekrönt, hat sich sogar selbst die Kaiserkrone aufgesetzt. Beethoven, überzeugter Republikaner, war entsetzt, soll das Deckblatt zerrissen haben und gesagt, ist er auch nicht besser als die anderen. Jetzt wird er auch ein Tyrann werden und die Freiheit mit Füßen treten. Er hat dieses Werk trotzdem eine heroische Sinfonie werden lassen und sie dem Andenken eines großen Mannes gewidmet. Hier ist Beethovens Eroica-Sinfonie, Opus 55, Es-Dur, jetzt mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Chefdirigent Pietari Inkinen. Thank you.
Thank you.
SR2 Kulturradio, gemeinsam. Heute mit der Deutschen Radiophilharmonie unter der Leitung von Pietari Inkinen. Das war die Eroica, die dritte Sinfonie, S-Dur Opus 55 von Ludwig van Beethoven, live aus der Saarbrücker Kongresshalle. Auch im Stream, Sie können es nachschauen in der ARD Mediathek, ein ganzes Jahr mindestens. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Abend.